Cyberport präsentiert das Olympus Pen EPL8 Kit mit 14 bis 42 mm Objektiv. Die Anforderungen an die Technikwelt werden immer größer. Kameras sollen nicht nur schöne Fotos schießen, sondern auch noch schick aussehen. Für Olympus scheinbar kein Problem, denn mit der Pen EPL8 hat der Hersteller eine Systemkamera auf den Markt gebracht, die schick aussieht und eine gute Bildqualität liefert. Ob das wirklich stimmt, zeigen wir euch jetzt. Die technischen Daten. Das Gehäuse der Olympus Pen EPL8 ist 6,8 cm hoch, 11,7 cm breit und 3,8 cm tief. Das Gewicht beträgt mit Akku und Speicherkarte 374 Gramm. Die Rückseite bietet uns ein 3 Zoll großes LC-Touch-Display mit einer Auflösung von 1.037.000 Bildpunkten. Die Brennweite des mitgelieferten Objektivs beträgt 14 bis 42 mm bei einer Lichtstärke von 3,5 bis 5,6. Der MOS-Bildsensor im 4/3-Format sorgt für eine Fotoauflösung von bis zu 16 Megapixeln und Video in Full HD. In puncto Design ist der Fokus unseres Testgeräts auf eine bestimmte Zielgruppe durchaus zu erkennen. Laut Hersteller ist die Pen EPL8 bestens für Modeblogger, Fashionistas und auch sonst für stilbewusste Personen geeignet. Wir sind zwar keine Fashionblogger, uns gefällt der Retro-Look mit den großzügig abgerundeten Ecken und dem Lederimitat auf der Vorderseite aber trotzdem sehr gut. Wem das Weiß nicht zusagt, für den hat der Hersteller auch noch Modelle in Braun oder Schwarz im Sortiment. Dank der kompakten Maße und dem geringen Gewicht von weniger als 400 Gramm lässt sich die Kamera zudem in nahezu jeder Handtasche problemlos verstauen. Durch den kompakten Griff und das lederartige Material rutscht die Olympus Cam auch nicht so schnell aus der Hand. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist damit nicht nur stabil, sondern wirkt auch noch sehr hochwertig. Abgerundet wird das Paket durch eine hervorragende Verarbeitung. Daumen hoch! Eine Systemkamera wie die Olympus Pen EPL8 bietet mehr Bedienelemente als eine einfache Kompaktkamera. So befindet sich auf der Oberseite zusätzlich zu Powerbutton, Moduswahlrad und Auslöser noch ein Rädchen zum Verstellen der Verschlusszeit. Auf der Rückseite wurden noch eine FN- und eine Videoaufnahmetaste verbaut. Neben den Tasten und Rädchen kann man übrigens auch das 3 Zoll große Touchdisplay verwenden, um die Systemkamera zu bedienen. Des Weiteren lässt sich der Bildschirm um bis zu 80 Grad nach oben und 180 Grad nach unten schwenken. Daumen hoch! Der Micro Four Thirds Sensor, der mit seinen 17,3 x 13 mm recht groß für eine Systemkamera dieser Größe ausfällt, sorgt für eine maximale effektive Auflösung von 16 Megapixeln. Für die Bildverarbeitung steht ein leistungsfähiger TruePic 7 Bildprozessor zur Verfügung, der bis zu 8,5 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung speichern kann. Das mitgelieferte Objektiv bietet zudem eine Brennweite von 14 bis 42 mm mit einer Blendenöffnung von 3,5 bis 5,6, wobei es sich um einen eher mittelmäßigen Wert handelt. Gerade für Low-Light-Situationen reicht diese Lichtempfindlichkeit nicht aus. Deswegen muss mit Hilfe der ISO nachgebessert werden, was wiederum für Bildrauschen sorgt. Dank des Micro Four Thirds Anschlusses können aber auch leistungsfähigere Objektive benutzt werden. Die uns gebotene Bildqualität ist aber trotzdem und in Anbetracht des Preises sowie der Kameragröße immer noch sehr gut. Unsere Testfotos sind knackig und scharf und überzeugen mit satten Farben. Wer noch mehr Qualität herauskitzeln möchte, kann seine Bilder auch im RAW-Format machen. Für die Bildqualität geben wir ein sehr gut. Auch die Videos können überzeugen, wenngleich nicht so sehr wie die Fotos. Die Full-HD-Aufnahmen wirken vor allem künstlich nachgeschärft und weniger detailliert. Für Social Media reicht die Qualität aber vollkommen aus. Ein gutes Ergebnis. Selbst wenn man kein Blogger ist, geteilt werden müssen die Fotos und Videos natürlich trotzdem. Die Aufnahmen lassen sich dabei mittels eines in der Kamera integrierten WLAN-Moduls auf das Smartphone übertragen. Ansonsten verfügt die Olympus Cam über einen Micro-HDMI-Port, womit die Bilder auch auf einem Fernseher oder Monitor angezeigt werden können. Der USB-Anschluss übernimmt die Übertragung der Bilder auf den PC. Klasse gemacht! Kommen wir zu den Besonderheiten. Um die eigenen Bilder ein wenig aufzupeppen, bietet Olympus sogenannte Artfilter, die den Aufnahmen beispielsweise einen hübschen Pop-Art- oder Vintage-Effekt verleihen. Klappt man das Display nach unten, schaltet die Kamera zudem automatisch in den Selfie-Modus um, wobei wichtige Features für ein gelungenes Selfie angezeigt werden. Mit der dazugehörigen Smart-App lässt sich die Pen EPL8 übrigens auch fernsteuern. Wir geben ein sehr gut. Der Lithium-Ionen-Akku unseres Testgeräts sorgt für eine Betriebslaufzeit von ca. 320 Auslösungen.
Wer ein ausgiebiges Fotoshooting plant, sollte also einen Ersatzakku parat haben. Trotzdem noch ein gutes Ergebnis. Unser Fazit: Die Olympus Pen EPL8 bietet mit dem stylischen Retro-Look, der guten Bildqualität und dem WLAN-Modul alle Merkmale, die sich stilbewusste Fashion-Blogger wünschen können. Dank des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Kamera aber auch für normale Nutzer sehr gut geeignet. Wir haben nichts zu meckern und geben deshalb 5 von 5 Cyberstars.